Justin holt sein erstes neues Cabrio ab, rein in die Masse. Alter. Digga, das Horror-Game sieht übernice aus. Junge, chillig, was ist das für ein Game? Peace Friends, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Oh, wilder Hoodie, no joke. Es gibt heute mal was ganz Besonderes. Und zwar habe ich es in den letzten Monaten bzw. Wochen ja schon so angekündigt. Ich hatte Lust auf ein Cabrio. Okay. Und das Ganze findet heute statt. Wie, was und warum vor allem erkläre ich euch gleich nach einem leckeren Frühstück. So auf schnell. Mich geht's gleich nach Berlin. Sorry. Am sinnvollsten war da Zug fahren. Ich bin schon ewig nicht mehr Zug gefahren. Bin gespannt, ob das jetzt so vor allem zur Corona-Zeit irgendwie klar geht. Der reiche Boss. Ich bin schon ewig nicht mehr Zug gefahren. Sagt man dem Typen, wenn man einsteigt, sage ich dem Typen, der den Zug fährt, wo ich hin will, oder fährt der mich direkt dahin? Und nehme mir einen Kollegen mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir dann gleich im Zug sind. Okay, Leute, das erste Mal Zug fahren seit 3 Jahren oder so wieder. Aber erste Klasse, oder? Mo ist auch am Start. Das ist erste Klasse, klar. Jetzt bei der Autoabholung am Start. Viele von euch haben sich eine Folge Ich hole ein neues Traumauto gewünscht. Hier ist sie. Ein kleiner Spaß. Normalerweise gibt es bei mir ja keine Rentals, aber ich bin mit meinen 2 Autos, die ich habe, super, super zufrieden. Und habe aber gedacht, im Sommer wäre so ein Cabrio nice. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einen niceen Partner gefunden, der mir einen coolen Preis gegeben hat. Dafür fahre ich dann halt heute hin. Dann lasst euch überraschen. Wir sehen uns dann einfach wieder, wenn... Wenn er lacht, will ich ihm seinen Schmuck klauen. Entspann dich mal, Meloni. Wenn wir in Berlin sind, kleiner Outfit-Check hier natürlich noch. Mhm. Kleiner Sommer-Leak. Hast du für eine Cap an? Okay. Pesos, nein, die sieht chillig aus. Die sieht geil aus. Ich bin überhaupt kein Kappenträger. Aber die würde ich tragen. Okay, an der Seite. Sehr, sehr fresh. Ich habe auch immer schwarze RP2s. Sneaker. Ja, super. Okay. Jetzt zeige ich mal meinen auf. Ich habe heute diese CPFM Cowboy Fleece an. Ihmchen hier. Peso Cap. Eine Basic Jeans. Dunks. Und eine Bag. Wie teuer ist die Bag? Yes, sir. Über die Fahrt, Bro. Super, ja? Ja. Also, wir sind jetzt in Berlin angekommen. Belichtung ist jetzt nicht so krass. Ja, war entspannt. 5 Stunden oder so sitzen oder 6. Ich weiß gar nicht mehr, wenn wir losgefahren sind. Wir werden jetzt abgeholt, tatsächlich. Und ich freue mich schon unfassbar auf das Sommerauto. Wetter ist hier tatsächlich ganz in Ordnung, obwohl es eigentlich hieß, es soll regnen. Ich hoffe, das bleibt so. Ich gebe ein Like. Dann kann man auch mal zurück ein bisschen brettern. Ja, wir sehen uns gleich. Okay, wir wurden jetzt hier abgeholt in der neuen S-Klasse von Chris von Rentavision schon. Und sieht die sehr neue S-Klasse ist so geil. Wir brauchen jetzt noch so 10 Minuten bis dahin. Ich bin sehr gespannt auf den Wagen. Was sagst du, ist gut geworden? Foliehammer? Ist sehr gut geworden. Ja, okay. Haben die Jungs gut gemacht. Digga, der ist foliert, der Wagen. No joke. Alufolie ist so geil, Alufolierung. Okay. Also einfach komplett in Alufolie das Auto einwickeln. Wir schauen uns auf jeden Fall auch noch an die Jungs von Vega Performance fürs Folieren. Und ja, dann bis gleich beim Auto. Okay. Okay, Leute, ich bin jetzt da. Ich stehe gerade vor dem Wagen. Die Farbe ist geisteskrank geworden. Ich habe seit 2019 oder 2020 irgendwie die Farbe gespeichert und gesagt, ich will sowas auf jeden Fall machen. Und endlich ist soweit. Ich weiß nicht, ob alles feiern werden. So ein bisschen auf Taxi angelehnt. Ich finde es auch sehr krass, diese Sandfarbe. Boah, sieht geil aus, no joke. Der Pastellboss. Junge, Junge, Junge. Wie kann man denn so viel Geld haben? Ja, Junge, das Interieur ist anders sexy von dem Wagen, no joke. Oh, Junge. Krankes Auto, ich gönne hart mal wieder. Stell dir mal vor, der hat mit dir ein Megaprojekt in Minecraft gespielt. Ja, und jetzt ist er mehrfacher Millionär. Sei ihm gegönnt, dem Bro.
Kamera kommt gerade noch gar nicht klar. Boah, jetzt sieht man das geil. Ey, check. Oh, das ist aber ein kleiner Kontrast hier mit dem Blau auf Sandfarben. Das mal ab, bitte, wie crazy das ist. Der ist jetzt einfach für 4 Monate mir. Drop Top. Sehr, sehr krass. Türkise Interior mit Lamborghini-Zeichen. Geil. Digitales Display. Geil, 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 geil. Junge, das wird so krank. Leute, ich feiere das so abnormal. Muttermilchfarben, geil. What the fuck, Bro? Hier, die Auspuffe zeige ich euch auch nochmal. Junge. Oh, guck mal. So oh. Crazy. No joke. Das ist geisteskrank tief. Junge, der arme Junge, wenn er irgendwo parkt und jeder Depp da einen Kratzer hinterlässt, macht doch keiner. Aber die Erfahrung habt ihr schon im McLaren gemacht. Bro, das ist so nice. Ey, aber jetzt gleich erstmal 6 oder 4 Stunden ist das? Ich glaube 5,5, 6. 6 Stunden, ja. Dann sind die wahrscheinlich in Berlin gewesen, ne? Cringe, wer nicht 300 fährt mit so einem Auto, oder? Ja, erstmal damit klarkommen, die erste Fahrt. Das ist wirklich krass. Man kann hier auch, man sitzt so voll, warte, ich versuche mal Sitz so ein bisschen nach hinten zu machen. Mhm. Ah ja, besser, besser. Und dann bei schlechtem Wetter einfach Dach zu, nicht fahren. Und dann nimmt man keine Ahnung, die Range oder so. Und im Sommer, wenn geiles Wetter ist, schwimmen mit dem Lambo Porn, Bro. Das ist wirklich so, so nice. Junge. Das Geist kommt. Dicker. Boah, habt ihr es gesehen? Da hat einer reingepullert. Junge, 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 was für ein Auto. Man muss schon ein bisschen aufpassen, ja, mit der, ja, Kamera. Der fährt sich schon hart, Alter. Ja? Aber ist geil, ja? Aber merkst du Unterschied zu McLaren? Ich glaube, McLaren war noch ein Ticken softer. Na gut, dass man hier mega viel sieht bei der Baustelle. Ey Leute, das Feeling ist krass. No joke, ich fahre gerade das erste Mal Cabrio in meinem Leben. Ich bin übelst am Strahlen, das ist so nice. Geil, Junge, geil, 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 geil. Bro, oh, das ist geisteskrank. Das war eine super Entscheidung, den hier für den Sommer zu holen. No joke. Vielen, vielen Dank an Rentavision, dass ihr das möglich gemacht habt. Wie gesagt, die Farbe war absoluter Traum von mir. Komm, ich zeige euch mal. Fühl dich sehr, fühl dich sehr. Der glückliche Boss. Ich hatte schon mal in meiner Story. Ich wollte seit März 2020 diese Farbe machen, wenn ich irgendwann mal ein Lambo habe, weil mich die so geflasht hat. Endlich ist es soweit. Das ist super, super crazy. Das Wetter geht doch klar, ne? Chef! Wir sind jetzt. Ich frage jetzt auch Rentavision an, ob ich nicht ein. Rentavision kann. Ich hätte gern einen Elektro-Smart. Ist schon ein bisschen gefahren. Brabus. Wie lang? Eine Stunde? Anderthalb? Anderthalb, ja. Anderthalb, ja. Ey, wir haben so geistkrank Zeit aufgeholt. Das Auto bockt so unfassbar. Ich hoffe, ihr versteht das soundtechnisch hier ganz gut. Wir sind gerade so low-key im Stau, beziehungsweise so eine Baustelle hier. Und ich konnte eben schon ein bisschen drücken. Was für ein Auto. Geil, 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 geil. Es war geisteskrank. Ja, okay. Es wird jetzt wieder lauter. Also. Dieser Mann zieht lachend an dir vorbei. Was tust du? So geil. Wir sehen uns an der Raststätte dann oder so. Okay, Leute, erster Tankstopp. Ja, was soll ich sagen? Das ist krass. Er tankt. Junge. Oh man. I, for real, so, ich gönn ihm no joke halt, weil ich weiß, wie viel Dedication und Struggle und Arbeit dahinter steckt und so. Und wie viel der Bro am Grinden ist für die Marke und alles und wie das sein Life einfach ist. So deshalb, no joke. Ich gönne es ihm krass. Ich gönne es ihm no joke sehr, sehr krass. Und ich sag das nicht, weil ich auf Arschkriecherbasis bin. Er ist ein korrekter Bro. Er ist ein sehr korrekter Typ so. Und er hat jetzt hart erarbeitet, so, er ist self-made, wisst ihr, was ich meine, Chat, da muss man nicht Auge machen. Das sind die Leute, die es komplett verdient haben. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Der Wagen ist so nice. Ah, geil, no Alter. Joke. Ich feier es übertrieben. Spritkosten von Berlin nach Köln, ja, das ist einfach nur hart. Ey, zieht euch das mal rein, seht ihr das? Ja, der ist kaputt, Bro. Krass, wirklich krass. Der kommt einfach so. Was ist das? Das war schon dampfen wegen der Hitze. Einfach cringe. Man muss auf einer 1000 Kilometer Fahrt tanken. Dicker, ich hab auch immer Tank leer. Am dampfen wegen der Hitze, ja, okay. Krass.
Spiegel von Lamborghini so an, das ist geil. Das heißt wieder das erste Mal so richtig schön Rettungsgasse bilden natürlich und die Leute sollen eine Rettungsgasse für den Lambo bilden, oder? Wir haben jetzt mal die Möglichkeit genutzt, nochmal hier kurz das Drop-Top aufzumachen. Das ist direkt ein viel, viel besserer Stau. Und ja, Wetter ist eigentlich ganz nice. Ey, wir haben 12 Grad, man merkt es aber gar nicht, ne? Korrekt, korrekt. Ja, Stündchen anderthalb sind wir home. Und ja, es war eine nice Fahrt, eine entspannte Fahrt eigentlich. Lässt sich sehr, sehr geil fahren. Sehr ich kann geil. Noch nicht sagen, ob auf weite Strecken McLaren oder Lambo angenehmer ist. Aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar nicer Wagen. Ich fühle mich so wohl hier drin. Danke schön, Bro. Und ja, also man muss auf jeden Fall schon mal sagen, Interior und System und so ist auf jeden Fall der Lambo besser als der McLaren. Safe. Fahren sind die sich eigentlich relativ ähnlich. Und ja, aber Flügeltüren, da geht der Punkt natürlich an McLaren. Richtig. Das ist klar. Okay, wir sind gut nach Hause gekommen, geisteskrank, geballert, gut Zeit gewonnen und so. Der hat geballert während der Fahrt, der hat Drogen genommen. Finde ich jetzt nicht so gut. Es war eine geile Fahrt, es war ein sehr, sehr krasser Tag. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich mir sowas überhaupt erlauben darf. Natürlich wie immer vielen, vielen Dank an jeden, der da supportet hat. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sag das oft, aber ich meine es halt auch nicht so. Oder er hat auf andere geschossen. Baller los. Erwarten euch so geile Sachen. Meine Wohnung ist fast fertig eingerichtet. Also demnächst kommt dann auch die Roomtour. Gigi & Co. bringt die Tage was vorbei. Auch da kann man sich eventuell wieder auf den Vlog freuen, wenn genug Content da ist. Und ja, bis dahin würde ich sagen, hoffe ich, hat euch das hier gefallen. Ich fand's gut. Lasst mir gerne ein Like da. Okay. Und dann sehen wir uns die Tage einfach wieder. Kuss, hau rein. Ciao. Peace.